Wir haben Klimaschutz im Verkehr bisher eigentlich maßgeblich nur über nachhaltige Biokraftstoffe realisieren können. Wir haben seit vielen Jahren ein Quotensystem, das begann mit einer energiebezogenen Quote und seit 2015 haben wir als erstes EU-Mitgliedsland eine Treibhausgasminderungsquote, kurz THG-Quote. Die ist bis 2020 auf etwa 6% gestiegen. Es gab nochmal einen Wechsel zu 2020. In diesem Jahr müssen 7% erreicht werden. Und bis zum Jahr 2030 sieht das Quotengesetz über das Bundesemissionsschutzgesetz eine stufenweise Steigerung auf 25% vor. Wichtig zu wissen ist, dass alle Kraftstoffe innerhalb dieser Quote, die angerechnet werden, können nachhaltig zertifiziert sein müssen und auch seit wenigstens der 2010er Jahre sind. Also alles, was Sie heute tanken und zukünftig tanken werden, muss Nachhaltigkeitskriterien genügen und Mindesttreibhausgasminderungen nachweisen. Das hat dazu geführt und war ja auch die Intention, dass man die Treibhausgasquote ein bisschen als eine Art Effizienzquote bezeichnen kann. Wir haben also, und das sehen Sie auf der rechten Seite in der Abbildung, wir haben also eine gesteigerte Treibhausgasminderung in Summe gehabt, zuletzt auf über 13 Millionen Tonnen im Jahr 2020 bei einer vergleichbaren Kraftstoffmenge. Wenn man in die Zahlen jetzt beim Ethanol, beim Getreide hineinschaut, ist global der Anteil von Getreide, der für Biokraftstoffe verwendet wird, bei etwa 8%, in Deutschland wesentlich geringer, etwa 2%. Sodass muss man einfach feststellen, die Marktwirkung heute des Bioethanols, was das Thema Lebensmittelpreise oder Lebensmittelverwendung angeht, im Grunde gar nicht da ist, weil auch Deutschland eben bei Getreide ein Exporteur ist. Und das ist eben beim Thema Pflanzenöl ganz anders. Beim Thema Pflanzenöl ist die EU und Deutschland ein struktureller Nettoimporteur und vor allen Dingen beim Thema Palmen. Und da sehen Sie, also haben wir eine wirklich andere Ausgangssituation. Es geht ein erheblicher Teil des Pflanzenöls in Biokraftstoffe. Ja, das ist richtig. Wir haben aber eben zugleich einen hohen Importanteil und der ist wiederum hauptsächlich Palmöl. Und dann stellt sich ja die Frage, wenn man die Diskussion mal sozusagen zu Ende denkt, man würde hier den Biodiesel-Einsatz reduzieren, was würde passieren? Wir würden wahrscheinlich die heimische Produktion schädigen, ohne etwas für den Weltmarkt sozusagen Entlastendes zu tun. Die Anlage in Zeitz, ursprünglich eine reine Weizen-Ethanolanlage, hat im letzten Jahr doch ein deutlich diverses Rohstoffkonzept verfolgt. Neben Weizen 32% unserer Rohstoffe verarbeiten wir andere Getreidesorten, Mais, Gerste. Wir können darüber hinaus Zuckersirupe verarbeiten. Im letzten Jahr hat es eher eine geringe Rolle gespielt. Und was wir zunehmend machen, sind eben auch Reststoffe in der Bestandsanlage zu verarbeiten. Das so, gewichtsmäßig sogar der höchste Anteil im Rohstoffmix. Allerdings ist das auch sehr viel Wasser, das hier in die Anlage kommt und so entsprechend die Ausbeuten geringer ausfällt. Was machen wir mit all diesen Rohstoffen? Ja, wir stellen Ethanol für Kraftstoffzwecke zur Verfügung. Das sind 32% unserer Produktion. Darüber hinaus, die Hälfte der Produktion entfällt auf Futtermittel, getrocknet und flüssig, und Neutralalkohol für Lebensmittel, Getränke, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel sowie biogenes CO2, das während der alkoholischen Gärung entsteht und von uns aufgefangen und verflüssigt wird, runden die Produktpalette ab. Welche Situationen haben wir? Wir haben eine Situation mit großer Unsicherheit, mit volatilen und hohen Preisen.
Und wir sehen gleichzeitig, der Markt reagiert. Wir haben keinen physischen Mangel an Agrarrohstoffen. Wir haben eine Störung von Lieferketten, die ausgeglichen wird. Und wir empfehlen deswegen dringend, die Situation in den kommenden Monaten zu beobachten. Und nur wenn tatsächlich ein physischer Mangel an Agrarrohstoffen vorliegt, noch Maßnahmen zu ergreifen. Maßnahmen würden sonst in dieser unsicheren Situation zu einer weiteren Beunruhigung beitragen und weniger Verlässlichkeit bieten. Maßnahmen also nur, wenn sie tatsächlich erforderlich sind. Zum anderen hören wir aber auch mit zunehmender Beunruhigung davon, dass das BMUV eigentlich drastisch weniger anbaubiomassebasierte Biokraftstoffe wünscht, zukünftig bis hin zu gar keiner ersten Generation mehr. Geben ganz kurz zu bedenken, was bedeutet das? Das bedeutet ganz einfach mehr Soja, Stichwort Kuppelprodukt Eiweißfuttermittel, und es bedeutet automatisch mehr fossile Kraftstoffe. Ob das in der akuten und auch in der zukünftigen Situation wünschenswert ist, überlasse ich Ihrer Beurteilung. Das ist natürlich kein gutes Investitionssignal. Also Crop Energies hat insgesamt circa 1 Milliarde Euro investiert in den Aufbau der Kapazitäten und in die Produktpalette. Und wir sind natürlich auch weiterhin dabei, uns weiterzuentwickeln. Ich hatte das angedeutet, wie sehr wir die bestehende Anlage in Zeitz umgerüstet haben, auch in und sie breiter aufgestellt haben. Ich hatte angedeutet, dass beispielsweise auch die verstärkte Nutzung von CO2 aus der alkoholischen Gärung ein wichtiger Punkt ist für uns, weil wir das auch als eine Art Rohstoff der Zukunft sehen und hier zum Beispiel Möglichkeiten Richtung synthetische Kraftstoffe oder auch synthetische Chemikalien sehen. Das ist natürlich alles verbunden mit Investitionen, und wenn das die Herabsenkung des Crop Caps würde natürlich, wie wurde das gesagt, das Brot- und Buttergeschäft in Frage stellen und insofern natürlich auch die Investitionsbereitschaft entsprechend reduzieren. Und ich kann es nur immer unterstreichen, diese Unterscheidung zwischen erster, zweiter und dritter Generation meinetwegen, die ist absolut künstlich. Zur Erinnerung, die lange vom BMU vorbereitete Umsetzung der RED II, der Erneuerbare Energienrichtlinie Römisch II, ist im September 2021 beschlossen worden. Und das hat alle Beteiligten viel Arbeit und Vorbereitung gekostet, ist als ambitioniert gefeiert worden, als erforderlich. Frau Dr. Müller-Lange sagt ja, es reicht nicht aus, um das deutsche Verkehrsziel zu erreichen, aber es ist ein sehr guter Schritt auf dem Weg dorthin. Und nun, 5 Monate später, diskutieren wir also darüber, dass es in Frage gestellt wird, diese nationale Umsetzung der europäischen Richtlinie. Das ist das Gegenteil von konsistent. Das ruiniert Investorenvertrauen, und zwar das Vertrauen von Unternehmen, die in erneuerbare Kraftstoffe investieren wollen, schon investiert haben, unsere Mitgliedsunternehmen beispielsweise. Und diese erneuerbaren Kraftstoffe sind zwingend erforderlich zur Dekarbonisierung des Fahrzeugbestandes und aller Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und Hybridantrieben, die wir bis 2030 und darüber hinaus noch sehen werden.